fordern, wenn Russland auch bedrohliche Züge hat, auch wenn wir irgendwie mit denen auskommen müssen, bleibt dann nicht doch nur auf Europa zu setzen? Und Sie sagen aber, das ist es auch nicht. Auf welches Land wollen Sie denn setzen, außer auf uns? Ja, auf die Integration, auf eine Supermacht Europa. Nein, das halten Sie für eine Chimäre? Das ist völlig absurd. Ja. Also, das ist ein Traum der Deutschen gewesen, der ja auch mit dem Traum zusammenhängt, das Zeitalter der Nationen sei vorbei, wir seien im postnationalen Zeitalter. Völlig falsch. Die Nationen sind nach wie vor die Bausteine der Politik. Das werden sie auch bleiben. Und da die Europäische Union ja doch im Grunde genommen ein Kunstprodukt ist, also ich würde nicht darauf wetten, dass Brüssel und das, was da sozusagen sich gebildet hat, auf die Dauer bestehen wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Zukunft Europas eine sehr viel konföderativere sein wird, also weniger... Also mehr Staatenbund als Bundesstaat. Ja, ja, mehr Staatenbund. Mehr ist nicht drin. Also diese Vorstellung, das könnte ein gemeinsamer europäischer Staat werden, ist nicht nur nicht wünschenswert, weil er sozusagen, was man ja jetzt schon sehen kann, viele Initiativen erlahmen lässt. Die Überregulierung innerhalb der Europäischen Gemeinschaft ist doch im Grunde sehr bedauerlich. Und es ist auch wirklich nicht wünschenswert, weil Europa ja immer davon gelebt hat, dass es bei aller Gemeinsamkeit auch sehr unterschiedlich ist und auch miteinander konkurriert und so weiter. Nein, ich finde, das ist ein Traum der Nachkriegszeit, der ausgeträumt ist und der sozusagen so bald wie möglich einer realistischen, bescheidenen Vorstellung von Europa weichen sollte.